Der erste Saisonsieg soll endlich her beim MSV Duisburg. In 3 Spielen hat das bisher noch nicht geklappt für die Mannschaft von Thorsten Ziegner. Nächster Anlauf daheim gegen den Aufsteiger SSV Ulm. Die Gastgeber in den weißen Trikots drängen ab der ersten Minute, wollen die bisher durchwachsene Startbilanz erkennbar aufhübschen. Weiter Ball Mogutay. Push verlängert. Alabakir mit der ersten Chance nach 8 Minuten. Der Jordanier zum ersten Mal in der MSV Startelf in dieser Spielzeit. Wenig später Ecke für den MSV Duisburg. Die bringt ihr Spezialist für die Standards herein. Kolja Pusch. Und dann was für ein Volleyschuss von Gürt. Unterkante Latte, so nah dran an seinem ersten Saisontreffer. Benjamin Gürt. Und Alexander Eswein kann beim Abpraller natürlich nicht mehr reagieren. Der Druck der Gastgeber geht sofort weiter. Doppelpass auf der rechten Seite. Bakir und Ekene. Cinedu Ekenes Schuss noch abgefälscht. Ortag im Ulmer Tor muss nicht eingreifen beim unkontrollierten Querschläger von Verteidiger Geier. Die Anfangsphase gehört ausschließlich Duisburg. Erneute Ecke, Push, wieder auf Gürt. Wieder nah dran an der Führung. Die Zebras in 3 Spielen ja noch ohne Stürmertor. Getroffen haben bisher nur die Abwehrspieler. Gleich die nächste Ecke, wieder Push. Verlängert, am zweiten Pfosten steht Sebastian May. 1:0 Führung Duisburg, 24. Minute. Durch den Kapitän mehr als verdient und gut gemacht. Benjamin Gürt mit der Kopfballverlängerung auf Sebastian May. Der hatte ja schon am Dienstag in Halle für den MSV getroffen. Ulm offensiv bis dahin praktisch nicht existent. Aber dann Bastian Allgeier völlig frei, bedankt sich mit dem Ausgleich. Ein Tor des Aufsteigers praktisch aus dem Nichts. Begünstigt durch schlechtes Duisburger Abwehrverhalten. Ekene viel zu weit weg von Allgeier. Und so hat er natürlich gar keine Probleme, den Ball über die Linie zu drücken. Die Zebras wirken geschockt, wirken durcheinander. So sieht es zumindest in ihrer Abwehr aus. Kopfball Gahl, langes Bein, Cesar, Latte. Da hätten die Schwaben sogar mit ihrer zweiten Chance gleich in Führung gehen können. Vor der Pause noch einmal Duisburg, wieder ein Standard getreten von Kolja Pusch. Außennetz! Cinedu Ekene ist noch dran mit dem Kopf, aber es bleibt beim 1:1 zur Halbzeit. Duisburg ja schon lange alles andere als heimstark. Nur 2 Siege aus den letzten 15 Spielen in der heimischen Arena. Die mitgereisten Ulmer Fans deutlich zufriedener, hatten am Dienstag ja schon den ersten Sieg nach dem Aufstieg feiern dürfen für die Mannschaft von Thorsten Wörle daheim gegen Bielefeld. Warum also nicht gleich den zweiten hinterher schieben? Die Schwaben nach dem Seitenwechsel über Romario Rösch gegen Ekene. Stolperpass im Fallen, der findet Hiegel. Da wäre sie beinahe gewesen, die Ulmer Führung. Glück für den MSV im allerletzten Moment. Grätscht Sänger noch in den Schuss von Hiegel, gibt ihm die entscheidende Richtungsänderung. Die Spatzen in der zweiten Hälfte gefährlicher als die Zebras. Brand für Cesar. 66 Minuten vorbei. Und weiter geht's in Richtung Duisburger Tor. Direktes Spiel, das deckt große Lücken auf. Romario Rösch völlig allein gelassen, braucht dann etwas zu lang, zu spitzer Winkel. Erneutes Glück für den MSV, weil Cinedu Ekene seinen Gegenspieler da zunächst völlig ungedeckt lässt. Nach 72 Minuten mal wieder ein offensives Lebenszeichen des MSV. Freistoß Sebastian May. Wenigstens überhaupt mal wieder eine Aktion. Aber alles andere, was sonst bisher nach der Pause passiert ist, kann Thorsten Ziegner überhaupt nicht gefallen. Die bessere Mannschaft in der zweiten Hälfte, ganz klar der SSV Ulm, der Aufsteiger über de Sousa, wird gestört. Der Ball landet bei Meier und eine ganz starke Parade von Vinzenz Müller hält seine Mannschaft im Spiel, rettet das Unentschieden.
Die Nachspielzeit läuft bereits. Noch einmal eine Ecke für Duisburg durch Mogultai. Auf den eingewechselten Köpke. Riesenchance zum Siegtreffer. Auch wenn es eher glückliche 3 Punkte gewesen wären, so wie die zweite Spielhälfte verlaufen ist. Stattdessen muss der MSV Duisburg sogar um den einen Punkt nochmal zittern. Lukas Röser überrascht alle mit seinem Rollerschüsschen. Alle verladen, es fehlen Zentimeter. Ulm, der Drittliga-Aufsteiger mit einem mehr als ordentlichen Auftritt. Für Duisburg gilt das nur für die erste halbe Stunde. Danach verloren die Gastgeber ziemlich den Faden, warten deshalb auch nach 4 Spielen weiter auf den ersten Sieg der Saison.